Die größte Herausforderung ist zum einen, den dringend benötigten bezahlbaren Wohnraum zu schaffen und auf der anderen Seite aber auch die dafür notwendigen Grundstücke zu bekommen und natürlich mit den steigenden, immer weiter steigenden Baukosten fertig zu werden. Und das Dritte ist, dass alles vor dem aktuellen politischen Hintergrund, auch wenn wir hier in NRW bezogen auf die Politik auf dem richtigen Weg sind, denn wir arbeiten an den Ursachen und nicht an den Symptomen wie die Berliner mit der Mietpreisbremse. Nichtsdestotrotz schwappt auch das in einigen Kommunen in NRW über. Viva West baut die dringend benötigten Wohnungen, wenigstens einen Teil davon. Wir investieren in den nächsten 5 Jahren mehr als 1,2 Milliarden in den Wohnungsneubau, stellen damit im Schnitt 1400 Wohnungen fertig, davon 20% öffentlich gefördert, sprich auch bezahlbaren Wohnraum. Ich bin ein Kind des Ruhrgebiets und die Wurzeln unseres Unternehmens liegen im Bergarbeiter Wohnungsbau und deswegen sind wir dem Ruhrgebiet sehr verbunden und ich kenne viele Bürgermeister in den Kommunen, junge Bürgermeister hier im Ruhrgebiet, die ganz großen Wert auf Stadtentwicklung und Integration an dieser Stelle legen. Und deswegen sind wir, glaube ich, hier im Ruhrgebiet dafür prädestiniert.